Seit knapp 3 Wochen schnürt Andreas Biletta seine Schuhe für den KFC Uerdingen. Der 40-Jährige ist der neue Trainer der U19 und damit direkter Nachfolger von Ex-Übungsleiter Ronny Kockel. Nach der Androhung einiger Spieler, nicht mehr für den KFC auflaufen zu wollen, ist Biletta nach 3 Wochen als neuer Übungsleiter im Kreis der Mannschaft angekommen. Ich denke, dass ich gut angekommen bin, auch wenn der Start ein bisschen holprig war. Ja, du sprichst die Phase an, in der sich einige Spieler abmelden wollten. Wie hast du diese Phase genau erlebt? Es war halt die ersten 2 Tage ein bisschen schwierig. Wir hatten ja mit meinem Anfangstag die Vorbereitung auf die Stadtmeisterschaft in der Halle und hatten dann tatsächlich hier abends nur 4 Spieler sitzen. Ich habe dann Freitag und Samstag eine ganze Reihe an Telefonaten geführt, habe dann sonntags schon 22 Mann beim Training gehabt und habe natürlich dann auch da nochmal die Thematik mit den Jungs aufgegriffen und denke, dass wir das dann relativ gut auch abgeschlossen haben, sodass alle zufrieden waren. Und da ich natürlich neutral in der Situation war, war das, glaube ich, zwischen Mannschaft und mir relativ schnell abgehakt. Langfristig will der A-Lizenzinhaber dabei mithelfen, die Jugendabteilung des KFC zu professionalisieren. Dies gelang Biletta schon einmal sehr erfolgreich beim Kölner Fußballverein Judumspor. Kurzfristig muss das sportliche Ziel der U19 aber erst einmal lauten: Klassenerhalt. Also die Vorbereitung war natürlich jetzt ein bisschen gestört. Also ich glaube, wir hätten jetzt natürlich gerne 1-2 Wochen vielleicht länger. Aber die Mannschaft ist grundsätzlich in einer guten Verfassung gewesen, als ich sie jetzt übernommen habe. Das Ziel muss natürlich sein, den 6. Platz jetzt schnellstmöglich zu erobern, damit wir eben halt in dieser Saison ohne Qualifikation frühzeitig die Planung fürs nächste Jahr angehen können. Über die Arbeit als U19-Trainer hinaus steht Biletta in enger Abstimmung zu Regionalliga-Trainer Erik van der Lühr, der zuletzt auch in Testspielen einigen A-Jugendlichen die Chance gab, sich im Seniorenbereich zu präsentieren. Erik van der Lühr war mit ein Grund, warum ich mich überhaupt beim KFC beworben habe. Die Zusammenarbeit oder auch jetzt die ersten Wochen, muss ich sagen, sind sehr, sehr positiv. Ich bin also auch bei der ersten Mannschaft im Training schon 2-3 Mal dabei gewesen, was natürlich dann auch die Kommunikation positiv beeinflusst. Ja, und ich denke mir, dass jetzt die Jungs auch zum Teil schon mitgefahren sind, teilweise auch schon gespielt haben, zeigt ja auch, dass es da in dem Bereich auch gut läuft jetzt aktuell. Und ich hoffe natürlich, dass auch durch diese gemeinsame Arbeit das auch in der Rückrunde jetzt so beibehalten werden kann. Wobei man natürlich auch immer klar sagen muss, Priorität muss im Moment natürlich auch haben, die Stabilisierung der ersten Mannschaft mit Verlassen der Abstiegsränge. Und ich glaube, wenn das schnell gelingt, wird auch noch der eine oder andere vielleicht in der Rückrunde mal seine Einsatzchancen in der ersten Mannschaft kriegen.